herzlich willkommen im Nordseehallenbad Büsum. Wir begrüßen den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Peter Harry Carsten. Den herzlich willkommen, Herr Präsident. Gerade jetzt in den Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrise ist es umso wichtiger, dass wir Verlässlichkeit, Stabilität, einen Kurs der politischen Mitte mit sozialer Marktwirtschaft und mit Berechenbarkeit behalten. Dafür steht Angela Merkel im Bund und dafür steht unser Ministerpräsident Peter Harry Carstens im Land Schleswig-Holstein. Die Büsumer wissen das, dass wir mit ganz anderen Problemen hier zu kämpfen haben, hier an der Westküste, als wir vielleicht im Binnenland zu kämpfen haben und auch im Binnenland von Schleswig-Holstein. Deswegen spielt Küstenschutz bei uns eine Rolle, eine große Rolle. Und ihr habt einen Volksentscheid gemacht. Und ich glaube, man ist auf dem richtigen Weg hier, Tim, dass wir hier auch für die Eltern und für die Kinder, und ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass Schulpolitik nicht eine Schulpolitik ist, die wir für Lehrer machen sollen, nicht für Eltern machen sollen, nicht für Schulträger machen sollen, sondern für unsere Schülerinnen und Schüler. Und deswegen werden wir hier vernünftige Lösungen hier auch in Büsum dort finden. Einmal mehr abverlangt uns dieses Anerkennung und Respekt, dass bei dieser Diskussion um den Erhalt des Kreises Dithmarschen, für den sich unser Ministerpräsident jetzt gerade noch einmal ausdrücklich auch wieder ausgesprochen hat, im Programm und in den letzten Tagen. Liebe Gäste, dass Sie durchgehalten haben und tschüss, bis zum nächsten Mal.